Anfang Mitte Juli stehen bei uns die Kitze schon alleine am Feld und die Geißen sind bei den Böcken und beginnen schon zu treiben. Daher wollten wir in den nächsten Tagen auch mal rausschauen, ob ein passender Bock vielleicht bei uns vorbeischaut. Wir setzen uns auf eine kleine Wildwiese, wo ein passender Bock bestätigt war, und warteten ab. Vor mir begann ein Reh zu schrecken und kurz darauf zog diese Geiß heraus. Und wie man hier sieht, nervten die Insekten nicht nur uns im Hochstand. Nachdem die Geiß hineingezogen war, kamen nacheinander diese zwei jungen Böcke heraus und zogen wieder hinein. Plötzlich wurde es spannend. Diese kleine Dachsfamilie zog vor mir heraus, und da der Platz nicht weit von Ententeich entfernt ist, entschloss ich mich, ein paar von denen zu erlegen. Am 1.8. beginnen wir bei uns im Revier Böcke zu bejagen. Am Vortag konnten wir diesen Bock bestätigen und daher wollten wir ihn am nächsten Tag angehen und erlegen. Als wir am Vormittag zur Baumleiter pirschten, hatten wir diesen Bock schon vor. Es war ein anderer, recht jung und kapitaler Bock, den wir natürlich stehen ließen. Am Hochstand angekommen, hatten wir schon die nächste Wildart vor. Es tollte auf ca. 100 Meter dieser Baumader herum, und da wir mitten in der Brunft waren, hatten wir auch keine Lust, diesen zu erlegen. Nach einer Stunde nahmen wir eine Bewegung im Graben in den Stauden wahr und bemerkten, dass es der Bock von gestern war. Da der recht ruhig und unerschrocken wirkte, haben wir uns Zeit gelassen, ihn nochmal gescheiter angesprochen und uns für den Schuss vorbereitet. Für uns ist er ein 4-jähriger Abschussbock, hat super gepasst. Wir machten uns weiterhin fertig für den Schuss, der nicht einfach war, da er direkt unter uns stand auf kurze Distanz. Deswegen ließen wir uns weiterhin lange Zeit. Der Bock lag mit einem sauberen Blattschuss im Knall. Wir warteten eine Zeit und gingen hin. Und mit kurzem Innehalten ließen wir alles Revue passieren.